Hey ho, sage ich heute mal wieder. Der Vorbootler begrüßt euch zur neuen Folge von Wir spielen Minecraft. Und ich bin auf der Station 74 immer noch unter dem schweren Eindruck und schmerzhaften Eindruck meines Kiefers. Aber ich habe gemerkt, dass es mir unheimlich hilft, hier so Folgen abzudrehen. Das lenkt mich sehr ab von meinen unwahrscheinlichen Schmerzen, die ich gerade erleide. Nun denn, es reicht noch nicht an Wolle, ne? Wir brauchen noch mehr Schafe. Kühe helfen im Moment nicht. Die stehen da zwar doof rum und glotzen mich an. Na? Standen da doof rum und glotzten mich an. Das wäre ich besser jetzt. Jetzt kommt der Killer, ne? Jetzt ist alles vorbei, ihr lieben Tiere. Mal wieder da im Tümpel gucken. Ach ja, sind wieder Tintenfische drin. Das ist schön, aber ich brauche im Moment keine. Ich schau mal hier über den Hügel, wenn es euch beliebt, ja? Da seht ihr nämlich, jetzt dürft ihr auch mal einen Blick auf meinen neuen Sand werfen. Auch gerade noch unveröffentlicht im Texture Pack 1.4. Neuer Sand. Wollt ihr den auch etwas so vom Winde verweht haben, ne? Trotzdem keine Schafe. Oh, ich sag euch, ich habe neuen Farn eingebaut. Das sind hier diese trockenen Grasdinger da, ne? Hab ich nicht verändert, wollte ich erst. Hab dann gedacht, ach nö, habe ich gar keine Lust drauf. Und dann habe ich den Farn verändert, den man ja ganz selten sieht. Nur im Sumpf, auf Sumpfgelände und sonst was. Oh, Schafe. Schafe, Schafe, Schafe. Ja, prima. Und das sieht cool aus. Ich habe coolen neuen Farn gemacht. Also, der gefällt mir. Kann ich euch jetzt nicht zeigen. Ich habe das hier auf dieser Welt noch keinen Farn gesehen im Swampbeat, ne? Sondern habe dafür in irgendwelchen anderen Welten rum experimentiert. Das war auch ein lustiger Akt. Da habe ich dann auch stundenlang nach so einer Gegend mit Farn gesucht. Bin da durch die Landschaft da marschiert. Unwahrscheinlich. So, jetzt sind wir auch bald die Tintensäckchen los. Ja, toll, dankeschön. Das war nett von dir. 4 Stück. So. Es geht weiter hier hoch. Die Sonne brennt. Also, sie sieht richtig so brennend aus. Wie so. Ach. Zweite Etage, ja. Höher will ich den nicht machen. Also, ich wollte den eigentlich jetzt hier dann auch irgendwie ein Dach drauf machen, ja. Den bedeckeln sozusagen, aber ich habe noch keine Idee. Ah, verdammt, ich habe einmal so gedeckt. Ich habe noch keine Idee, wie ich das machen soll, das Dach. Soll ich das aus Glas machen oder vielleicht auch aus Wolle oder so? Keine Ahnung. Ich weiß ja auch noch gar nicht, was das hier für Gebäude sind. Natürlich, vielen Dank auch. Ja, viele Leute schicken mir hier so Ideen zu, von wegen so Pilzfarmen machen und so. Pilz im Pilz, ne? Finde ich eigentlich auch ganz cool, ne? Irgendwie so Pflanzen, finde ich schon, sollten da rein. Mit Pilzen weiß ich jetzt nicht, wie das dann mit den Lichtverhältnissen funktioniert. Dafür muss es ja relativ dunkel sein. Oh, ich habe auch neue Pilze im Texture Pack. Ja. Also Blue Elder bleibt, also mein Holunder, aber noch ein bisschen anders so. Und der andere Pilz, der ist völlig neu gemacht. Der sieht jetzt richtig giftig aus. Vielleicht sehen wir den irgendwann mal. Ah, ihr seht den sowieso irgendwann mal. Irgendwann wird das Texture Pack fertig sein. Ich möchte das nur nicht veröffentlichen, bevor Beta 1.8 draußen ist und ich dann da auch die Zeit hatte, das auf 1.8 anzupassen. Ne? Das versuche ich immer möglichst schnell zu machen, damit die Leute nicht dann enttäuscht sind, weil sie plötzlich pinke Elemente da sehen in ihrem tollen neuen Spiel. Passt da ja immer auf. Gott sei Dank veröffentlicht der Jeb meistens ein paar Tage vorher immer noch so einen Hinweis, von wegen, wo die Texturen zu finden sind. Dann kann man schon mal so ein bisschen darauf hinarbeiten. So. Ach, da ist noch eine Stelle. Und ich glaube, dann bin ich rum, ne? Ja, dann bin ich rum. Das ist nicht schlecht. Das könnte doch hier eher doch so ein Kontrollzentrum werden oder so mit diesem komischen Glasboden. Den habe ich ja so völlig willkürlich da reingepappt. Ne?
Da habe ich überhaupt nicht, aber habe einfach da Löcher zugemacht und dann kam halt dieses Lustige daraus. Jetzt sage ich, denke ich mal nach über das Dach. Dach nach einem versetzt nach innen drauf, wenn ihr versteht, was ich meine. Nur das Material ist mir noch nicht klar. Ich habe jetzt auch gerade noch ein bisschen Wolle weggeworfen, natürlich. Das hole ich mir wieder. Ach komm, ich spring da jetzt runter. Da, wenigstens bewusst. Ja, so nach innen versetzt und sonst was. Aus welchem Material soll ich denn da jetzt mal eine außenrum schwarze Wolle ziehen? Und das wird jetzt sehr aufwendig, weil wir nicht genug dabei haben, ne? Oder einfach noch eine Reihe Schönstein erstmal so. Ja, ich pass auf, ich zeige euch das mal, wie ich das jetzt so mir vorstelle. Erde habe ich jetzt. Oh nein, nein. Okay, dann hau ich hier ein bisschen Erde ab. Muss sowieso weg und brauchen wir jetzt da, glaube ich, nicht mehr. Ich möchte jetzt noch eine Etage drüber. So, jetzt habe ich auch ein bisschen Erde dabei. Vielleicht reicht es ja sogar. Komme ich da ran? Nein, da komme ich leider nicht ran. Ist auch jetzt egal, komm. Weiter hier. Weiter, weitermachen. Weiter. So. Klack. Ja, wie hatte ich das vor? Und zwar so. Machen wir das so. Schön Stein. Dann erstmal hier so. Mal gucken, wie das jetzt so geht. Habe ich keine Leitern dabei? Na, ich habe wieder schlecht ausgestattet hier. Ne? Nix wie abnormal da nach oben. Hopsa! Ach, ja, Leute, seid nicht sauer. Ich bin heute einfach nicht so unwahrscheinlich pfiffig drauf. Ja, bin ich ja eh nicht und, boah. Hier, ja. Und dann, ja, einfach hier so. Das nehmen wir direkt wieder mit, ist ein bisschen knapp gerade. Dann nach innen. Und ich denke, so kann man jetzt auch einfach mal die Strecke fortsetzen, bis man einmal rum ist. Uah. Bisschen Schiss hat man ja doch immer. Ja, dieser um die Ecke ist, glaube ich, etwas zu viel. Aber mal sehen, wie es dann hinterher aussieht. Vielleicht kann man es ja lassen. Noch einen dran. Gut, und dann können wir dann hier auch schon. Und ich weiß dann wieder nicht, wie ich runterkommen soll. Ganz prima. Ich lasse mir da jetzt mal noch so eine Rettungslücke. Gut. Ja, siehst du, hier habe ich mich etwas anders gemacht. Da müsste man hier auch noch. So. Ja, das ist aber ein schöner Kranz jetzt, der ringsherum geht. Okay. Okay. Kann ich denn das Dach von unten vielleicht besser ranbauen? Dann falle ich hier echt runter. Dann bin ich tot. Ich sag mal, wie mache ich das Dach überhaupt weiter? Das ist ja auch noch eine Frage. Einfach Glas rein oder jetzt nochmal eine Reihe schwarz rein? So, ganz so, einfach so flach, so. Ich mal hier. Ja, so nicht. Einfach ringsherum. Oh. Okay, das ist gut. Gut, gut, gut. Du wolltest sowieso zurück. Neue, schwarze Wolle holen und noch ein bisschen Glas. Und auch dann Pennen und was weiß ich. Eine Leiter wäre vielleicht auch nicht schlecht, wenn ich ein paar Leitern noch da habe. Habe ich welche da? Und dann müssen wir auch hier diesen Gang endlich anschließen. Mach ich den erstmal hier so weiter und dann gibt es da so einen Abzweig. Hua. Hopsa. Jawohl. Ich pack das immer direkt. Ja, 15 Leiter nehme ich mal mit.
Graue Wolle, nee, das brauchen wir nicht. Das können wir auch mal hier lassen. Ich hatte doch noch Tintensäckchen dabei. Ja, die brauchen wir jetzt auch wirklich, wenn ich dann noch mit dem Dach rum... Aber doch wieder kein Glas da. Habe ich denn hier nicht noch was Glas drin? Doch, ein bisschen wenigstens. Herrschaftszeiten. Sollen wir wieder zurück in die Höhle rennen? Ich weiß gar nicht, was da noch so rumliegt, ne? Können wir vielleicht machen. Und auf dem Weg holen wir uns noch so ein paar Schafe. Es ist verdächtig wenig los, so irgendwie, ne? An Mobs. Ich hab doch wieder eingeschaltet. So. Ja, du kommst uns ja gerade recht. Nett von dir, dass du hier schon direkt rumstehst. Ja, dann sollte man das vielleicht auch nicht einfach so... Braune Schafe sind ja jetzt auch nicht so selten, ne? Gucken wir mal weiter. Ja, keine Schafe da. Toll, toller Versorgungstrip hier. Sag bloß, ich muss wieder Sandschippen gehen. Naja, schauen wir mal nach, ob wir noch Sand haben. Ich meine nicht. Ich meine nicht. Ey, hier ist überhaupt nichts los. Doch. Ja, hallo. Ach. Das war nichts, aber ich bin wenigstens noch am Leben geblieben. So. Hat der mich doch verfolgt, ne? Ja. So was kann passieren in Minecraft. Besonders wenn der Vorbote am Berg ist. Immer gut für ein paar kräftige, schadenfrohe Lacher. So, ach guck mal, schwarze Wolle. Ja, die nehmen wir aber direkt mit. Was soll die hier rumliegen? Da haben wir auch noch Inksäckchen. Ja, Kohle haben wir hier noch, Grau und sonst was haben wir alles. Essen haben wir da auch ohne Ende. Essen echt. Oh, aber kein Glas. Kein Glas. Schaufel dabei. Schaufel dabei. Nichts wie ab. Tch, der blöde Creeper, du. Pass auf, jetzt stehen die wieder in der Höhle. Wissen wir jetzt inzwischen schon. Da, guck mal, da ist wieder einer. Aber ich glaube, der hängt da ein bisschen fest. Und ein Skelett. Auch da seid ihr also alle. Hui. Da seid ihr alle. Boah. Na. Ja, ich hau jetzt ab, das ist mir zu kritisch. Ein bisschen noch essen. Soll der doch da verschmoren. Ist mir doch egal. Jedenfalls brauchen wir noch sehr viel Sand. Da haben wir hier schon eine tolle Stelle. Machen wir hier einfach mal weiter in diesem Ding. Ist denn hier die Luft rein, ja? Gut, Sand habe ich etwas gelber gemacht. Und da halt diesen... Ja, diesen kleinen dünenartigen... Verweher rein, diese kleine Welle, Sandwelle. Weil ich habe das ja bei der Mangelware gesehen in ihrem Texture Pack, das hat mir so gut gefallen. Ich habe versucht, das auch so ungefähr so zu machen. Ist ein bisschen anders geworden. Müsst ihr entscheiden, was euch mehr gefällt. Mir gefällt das hier sehr schön. Ja, wir sollten ja wirklich jetzt mal ein bisschen Sand mitnehmen auch. Nicht so kniepig sein. Ich weiß, das ist jetzt vielleicht ein bisschen langweilig. Nicht so spektakulär, aber das muss nun mal sein. Das gehört zur Minenarbeit dazu, ne? Da sitzt jetzt eben in der Sandmine. Ah, Dante, du bist auch noch im Weg. So, und jetzt können wir eigentlich die nächste Lage auch mal direkt hier so machen, so. Trollalala, immer hin und her. Immer schön, weiter, weiter, weiter. Vielleicht verbrauche ich wirklich diese ganze Schaufel einfach mal. Das wäre doch mal ein Ziel. Einfach hin und her. Oder unsere Slots sind gleich voll. Das könnte natürlich auch sehr schön passieren. Wir wollen es mal nicht hoffen.
Was habe ich denn noch an? Ach Quatsch, da ist ja noch genug Platz. Komm. Das ist doch gar kein Problem. Ja, diese leichten Stöhner, die ich ab und zu mal so von mir gehe, gebe, ja, die haben jetzt keinen sexuellen Hintergrund. Sowas traut ihr mir sowieso nicht zu, ne? Nein, das hängt einfach noch damit zusammen, dass ich heute einen längeren Zahnarzttermin hatte und mir der Kiefer davon noch etwas wehtut. Ach, guck mal, die Schaufel ist da schon weg, das betrifft sich gut, da brauche ich euch nicht länger hier so voll Quark mit meinen Zahnarztgeschichten. Dann schnappen wir uns jetzt lieber mal die Schafe, die da jetzt auch glatt mal wieder... Na, bist du auch schön mit Perwoll gewaschen? Ih, wie du aussiehst, ganz schmuddelig. Muss ja jetzt eigentlich, ist ja politisch unkorrekt, ne? Man muss jetzt ja sagen, oder mit einem anderen Waschmittel verschiedenster Hersteller oder sowas, ne? Ich will ja eh keine Werbung für Perwoll machen, ne? Ich benutze das auch gar nicht. Ich benutze keine Waschmittel, ne? Richtiger Minenarbeiter braucht keine Waschmittel. Wo kommen wir denn da hin? Ist ja langweilig, ne? Saubere Wäsche ist doch langweilig. Oder rein weiß, ne? Da hinten ist wieder ein Schaf, genau auf unserem Weg. Ja, diese Station, ich finde die cool, wenn man die so sieht. Es sieht total spacig aus. Der Baum da links, ich glaube, denkt, will ich doch mal irgendwann. Erst wollte ich hier nicht abhacken. Aber was habe ich denn jetzt gemacht? Jetzt habe ich das gar nicht eingefärbt vorher. Jetzt... Ja. Hat falsche Tool zur Hand und einfach routinemäßig draufgeklickt. Und was ist das eigentlich hier noch für ein Loch? Oh ja. Also da werden wir auch nochmal viel Spaß mit haben, denke ich mal. Ne? Auf dem Mond gibt es viele Löcher. Ich bin völlig... So, jetzt so, ne? Boah. Ich finde auch das zweite Ding, das finde ich irgendwie cool. Finde ich echt nicht schlecht. Vielleicht hätte man die Stütze auch aus Schönstein bauen sollen. Vielleicht kann man das noch machen. Wie viel habe ich denn da? Habe ich denn da genug? Kann man alles noch machen? Muss man nicht, kann man machen. Kann man machen. Wichtiger ist mir im Moment allerdings noch der Verbindungsgang. Dach. Ja, dass wir da mal oben, dass wir mal hier unten, also oben und unten. Wie komme ich denn da hoch? Da komme ich jetzt gar nicht hoch. Da komme ich jetzt nur so hoch, wenn ich da hochspringe. Ah. 26 Wolle. Ich habe jetzt mal so ein bisschen im Gefühl, erstens, dass die Wolle reichen wird. Und zweitens, dass ich zu blöd war, jetzt vorher nochmal eben zum Ofen zu rennen, um das Glas da schon mal reinzukippen. Müssen wir wohl oder übelst nochmal zurück. Irgendwie eine Leiterfunktion, Leitertreppenmäßig wollte ich hier anbauen, damit ich jetzt hier mal hoch und runter komme, ne? Es ist alles aber noch nicht so richtig geschickt. Von daher, da muss noch weiter dorthin, so. Und hier. Ja, kein Problem. Glas. Ich kümmere mich jetzt ums Glas. Und auf dem Rückweg nehme ich Slabs mit. Erinnert mich bitte daran. Also, für alle, die das nicht verstehen, Halbstein. Koppelstein, Halbsteine. So ist das Wort. Und da möchte ich dann wirklich schon mal den Gang mitziehen. So aufbauen. Braune Wolle kann da gelassen werden. Dann haben wir noch ein bisschen weiße Wolle, wenn Sie mal gucken möchten. Dann nehmen wir das alles mit. Ich habe so alles dabei, ey. Was habe ich da dabei? Aber den Sand muss ich da reinkippen. Das reicht ja sogar vielleicht noch mit der Kohle. So gerade eben. Lassen wir es mal brutscheln und in der Zeit mache ich den Gang. Jedenfalls fange ich den schon mal an, den Gang.
mit besagten Koppelstein-Halbsteinen. Bis hierhin, dass da treffen die, das ist wohl der Mittelpunkt. Wenn ich da mich jetzt richtig dran erinnere, irgendwas habe ich da mal ausgemessen, bin da mal so was abgegangen und also ich bin völlig abgegangen dann, ne? Und so läuft es hier. Das ist natürlich jetzt hier nichts gewesen. Es wird doch nicht gerade wieder dunkel. Doch. Drehe ich denn schon wieder so lange? Ist aber jetzt. Ich will aber jetzt noch nicht aufhören. Ich schlafe jetzt noch mal eben schnell. Ja, und dann möchte ich wenigstens noch die Slaps da bis zu der anderen Kuppel da hinlegen. Und dann fange ich eine neue Folge an. So mache ich das nämlich. Ja, ich lasse mich doch hier nicht so tyrannisieren von so solchen Sonnenuntergängen, die da einfach so mir nichts, dir nichts da ins Feld kommen. Na, wo sind wir denn hier? Ne? So Riesensauerei. Ne? Ja, hoffentlich hatte ich auch jetzt ein bisschen richtig, dass ich das so mache und da keine Stufe rein muss. Ich glaube mal, das sollte so sein. Ach, irgendwie bin ich mir mal selber im Weg jetzt hier gerade. So, ich will da bis da hinten. Wie war das denn dann da? Ach so, da muss es. Ah ja, alles klar. Nee, nee, es klappt schon. Klappt schon. Keine Sorge. Ah. Ja, wenn man gerade sagt, es klappt, dann passiert natürlich wieder irgendwas. Wie weit kommen wir denn jetzt hier mit den tollen Bad Schönfelder Halbsteinen? Kommen wir denn da überhaupt noch mit relativ weit? Ja, da, ach, das schaffen wir noch. Jetzt brauche ich nur noch, da bitte noch, nö, keine Schaufel. Ich hack da jetzt einfach so durch. Ich kenne da jetzt nichts. Ist da heute, kann heute auch nicht mehr schlimmer kommen, als das, was gerade in meinem Kiefer abgeht. Und deswegen haue ich jetzt hier einfach mit meiner Faust ins Erdreich. Ja. Loriot hätte jetzt gesagt, ich beiß hier gleich die Auslegeware. Ja. So. Guck mal, da war doch halb so schlimm. Dann kann diese komische Stütze kann nämlich auch sowieso weg. Habe sogar eine Hacke für mit. So. Hahaha. Ja. Machen wir das mal weiter. Schön hier so durchgelegt. So, ich würde sagen, in der nächsten Folge ziehen wir das wirklich hoch. Da machen wir diesen Gang, ja. Ich mache das kurz noch eben, dass man erkennt, dass das eine Kreuzung werden soll, beziehungsweise ein Abzweig, ja. Ich möchte die nicht so symmetrisch haben mit so einer Kreuzung in der Mitte, wo dann da auch so ein Gang weggeht, sondern der Gang in die Richtung soll etwas versetzt dann laufen, ne. Dass man so ein bisschen zickzack laufen muss. Ich finde, das sieht spannender aus irgendwie. Man muss sich ja auch den örtlichen Begebenheiten anpassen. Okay, dann würde ich sagen, nächste Folge machen wir wirklich mal die Wände hier hoch. Und ich habe mich jetzt inzwischen auch für etwas entschieden. Glas oder Halbstein. Schlitz. Ne? Das werde ich euch in der nächsten Folge verraten, sofern ihr denn dann zuseht. Ich hoffe es doch sehr. Dann mal auf jeden Fall viel Spaß bis dahin. Ne? Euer Vorbotler sagt Tschüss.